Ich weiß nicht, ob hier Feinde sind oder nicht. Ja. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich hier richtig bin. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Aber egal, dann machen wir mal die Banditen weg. War's das? Nee. Doch. Okay, cool. Ah, genau. Gut. Gut, dann war ich ja doch richtig. Jetzt nur wieder zurück. Hier habe ich alles gelootet. Warte. Da geht's noch hoch. Na gut. So. Ah. So, dann wollen wir mal wieder zurück und ein Speer abgeben. Und dann... Ich würde die Steinfaust platt machen, sobald wir den Tritt haben. Weil da macht es dann richtig Spaß, den zu malträtieren. Wunderbar. Ja, alles sehr gut geklappt. Aber das waren ja auch nur zwei Banditen. Also. Ist schon praktisch, dass er da immer drauf steht, so ja, das sind zwei Banditen oder die sind jetzt feindlich. Es hätten ja auch einfach Archäologen sein können. Man weiß es nie. Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Sie hat auch gerade gesagt, habe ich. sprechen wir über die Belohnung. Betrachte ihn als Spende. Ach, komm. Betrachte ihn als Spende für den Tempel. Was? Keine Belohnung? Oh, Cassandra, ich stehe in deiner Schuld. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Ich bin mal gespannt, ob das mir irgendwann wieder zugute kommt. Wenn ich irgendwelche Flüchtlinge und so oder so ja, befreie und dann kann ich sagen, so ja, geh zu den Tempel. So, Kriegerschaden, Attentatsschaden und kritischer Schaden. Ich mache lieber den. Also der hat zwei Rüstungen mehr, aber das ist, zwei Rüstungen ist Rain. Hier Kriegerschaden auch. Da brauche ich immer einen, ja, Level 5 brauche ich da. Okay, ich will mal kurz schauen. Genau, Fähigkeit habe ich. Da mache ich den da. Den Tritt. Und die Karte, wo ist denn? Ah, der ist gleich hier. Okay, dann... will ich den mal herausfordern. Beziehungsweise... Ich glaube, da unten ist er.
Hat der einen Hund? Nee. Er hat auch keinen Hund. Also letztes Mal hatte er keinen Hund. So, ich kann mal hier auf ihn warten. Jetzt ist er beim Tempel. Meine, nicht so früh. schon mal falsch. Ich hab gerne mal Ruhe. Mein Lieblingsspiel ist Subscriben, aber ich würde lieber ruhige Spiele, Server und Stardew Valley, Echo und so weiter. Ja. Wo ist denn jetzt der Dude hin? Ach, der ist hinter den Tempel gegangen. Ah, wahrscheinlich, weil ich auch hinter den Tempel gegangen bin. Ich warte noch mal kurz. Was machen wir danach? Danach könnten wir hier hingehen. Ein Hive für die Überfahrt. Da bin ich sau oft gestorben. Da machen wir mal als nächstes Dester. 90, 20, ja, okay, ja, geht weg. Gut, ja, wir holen uns mal gerade den Ausguck. Warte, ich markiere den mal kurz. Genau. Ey. Kann ich den nicht markiert behalten? Doch. Gut. Kann ich. Ich weiß, was ihr alle denkt. Nein, das mache ich nicht. Die hat echt einen krassen Griff, ne? Oh nein, auf OBS leckt es. Mann, schade. Ich hoffe nicht so krass schlimm. Ups. So. Wie jetzt halte dich mal an deinen Namensvetter. Tobinator hat uns nicht enttäuscht. Oh Mann. Ja, soll ich's machen? Hier sind Äpfel. Ess mal was, Cassandra. Du hast sicher Hunger. Gut, warte. Wo ist denn der jetzt? Der ist da. Tja, wo bin ich nur? Ja, wo bin ich? Gut. Okay, das ist ein cooles Bild. Das Brennfieber. Ah, das war. Ja, okay. Ich erinnere mich. Patsch, patsch, patsch. What?
Das hättest du nicht machen wollen. Ach, hier bin ich. Wie lief es mit Marcos? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Er schubst mich nicht herum. Ja, irgendwo schulden wir es ihm vielleicht ein bisschen. Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden eine Ausreißerin aufnehmen, die sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah, ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ach, na schön. Ich sehe es mir an. So. Dann machen wir mal die Brennfieber-Quest. Ich bin mal echt gespannt, ob ich... Also, letztes Mal... das sage ich dann, wenn wir da sind. Aber sonst spoilere ich ja. Sprich mit den... Warte mal. Genau, hier unten. Ja. Bei den Göttern, was ist hier passiert? Ach, und du gehst einfach so hier durch. Ja, okay, okay. Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Ah, warum habt ihr alles niedergebrannt? Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Und die Erste? Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Wir haben Kinder! Denkt an sie! Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldnerin. Oh Mann. Ja, lass doch einen Heiler kommen. Oder macht einfach eine Quarantäne. Das reicht doch auch. Ich sollte mich nicht einmischen, dann töten sie sie. Lass die Leute frei, dann kämpfen wir gegen den Priester und seine Schergen. Fast alle im Chat kennen das Spiel länger als Tobi.
Hat das irgendwelche Auswirkungen? Wahrscheinlich. Also, entweder, ja. Aber ich also, genau, letztes Mal habe ich die Leute befreit. Ist ja klar. Und dann, also mit der Intention, dass sie sich jetzt quasi in Quarantäne oder irgendwie sowas begeben und ja, nicht mit anderen Leuten sprechen und so weiter. Aber die sind dann, glaube ich, einfach frei rumgelaufen und es war so, weiß nicht. Aber ich will auch wissen, ob die dann gesund werden. Gut, ich mache es so, wie ich es das erste Mal gemacht habe, denke ich mal. Na gut. Lasst sie gehen. Was? Du bist kein Gott. Gespannt, ob das negative Auswirkungen hat oder ob die gesund werden. Ich bin mir unsicher. Mal schauen. Oh, wie sie sich freuen. Süß. Der Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Oh, dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das ist alles. Nein. Das ist nicht notwendig. Habt eine gute Reise. Du bist ein Geschenk der Götter, Adlerfrau. Mögen sie dich segnen. Leb wohl, Kina. Gute Reise. Das ist halt sowas, was mich ein bisschen stört, weil die gehen jetzt auf Reisen. Also, es könnte jetzt halt sein, dass die Seuche oder das Fieber halt ausbreiten, was ich eigentlich, ja. Ja, vielleicht hätten wir sie töten lassen sollen. Ach, ich weiß nicht. So. Okay, der tümpelt immer noch darum. Ja, komm, dann machen wir mal den Hai. So. An sich, ist das, glaube ich, auch eine ganz, ganz nette Quest, aber halt, ich muss gegen Haie kämpfen und das ist ein bisschen blöd. Söldnerin, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Kreusa, meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Ich habe vor nichts Angst. Jeder fürchtet sich vor Haien. Ja, ich mach mal die zwei. Habt ihr ihre Zähne gesehen? Glaub mir, das haben wir.
Und wir möchten sie wirklich nicht nochmal sehen. Dieser Hai versperrt uns den einzig sicheren Weg, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ja. Ich verstehe. Ich könnte sie selbst behalten. Nein. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Oh. Nun gut. Ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krani im Süden. Die ist ein bisschen sauer. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versunkene Insel des Zeus? Finde sie, dann findest du die Ruinen. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Ja, das werde ich so auch nicht machen. Gut, 1000 Meter. Ah, da stehst du ja. Auf geht's. Und weiter. Entschuldigung, das Pferd ist in die falsche Richtung gedreht. So, ja. Ich bin mal gespannt, Sarah, ob es bei mir dieses Mal auch so ist. Also, vielleicht schlachtet mich der Söldner die ganze Zeit ab. Und beim Hai geht's jetzt schnell. Das werden wir gleich sehen. Oder es ist allgemein blöd. Mal schauen. Die sitzt ein bisschen steif auf dem Pferd, ne? Beim vollen Galopp. So, dann wollen wir mal erstmal hier einsammeln. Die Halskette ist da unten. Ja, da sind drei Haie. Cool. Vielleicht kann ich es auch so machen, ohne ein Hai töten zu müssen. Weil der Hai ist ein bisschen stoned, glaube ich. Kann ich die erschießen? Oh ja! Easy! Oh wow, hätte ich das davor gewusst. Das war daneben. Wow. Verdammt, jetzt bekomme ich richtig Probleme beim Söldner. Oh Mann, man kann die erschießen. Wie dumm ist das denn? Oh Gott.
ich hab die halt, also ich hab die ganze Zeit versucht auszuweichen und die zu schnetzeln und, super. So nice. Gut, ah, mein Pferd ist immer noch da. Wunderbärchen. Irgendwie, wenn man hier so durchleitet und so weiter, bekommt man schon ein bisschen Bock auf so, Entschuldigung, auf so Südstaaten, also auf so wieder Portugal oder ja, Griechenland auch und ja. Die Landschaft ist schon echt mega cool. Warte mal. Ah, da muss ich hin. Ja, da reite ich gerade ein bisschen falsch. Schneidet er das selber? Oder... Das ist geil. Ja. Boah, Assassin's Creed 2 will wieder nach Venedig, ja. Venedig ist schon echt Hammer. Ein Kumpel von mir war ja, warte, wo ist der? Oh, der ist da. Gut, dann mache ich den mal jetzt platt. Genau, ein Kumpel von mir war das erste Mal in Venedig, diese Sommerferien. Und geht denn der hin? Das war echt cool. Also der hat sich da halt ein Hotel geholt und so. Das ist richtig, richtig teuer. Wir hatten ja immer den Vorteil, dass wir in der Nähe von Venedig waren. Und dann halt so einen Tagesausflug dahin gemacht hat. Und das konnte er halt nicht. Nee, viel Schaden macht das nicht. Dann, da stimmt was nicht. Ja, ein Vogel im Gebüsch. Junge, dich mit Schleier halte ich nicht aus. Stimmt aber.